Herzlich willkommen zu meinem heutigen Wochenvideo und in dieser Woche ging es in ganz Deutschland nur um Corona. Was können wir dazu noch sagen? Seien Sie gespannt. Neben der Diskussion über Corona und was ist zu machen, wenn irgendwelche Kennzahlen wieder auftreten, geht es natürlich auch in dieser Zeit um die Grippeimpfung. Und ob diese Impfung überhaupt zu einem Impferfolg führen wird oder um auch abzugreifen, wie Sie möglicherweise bei einem Kontakt zu einem Coronavirus-Infekt reagieren würden, habe ich Ihnen schon vor ein paar Wochen eine kleine Information zu dem Functional Sensitivity Test gegeben. Und an den möchte ich noch einmal erinnern und damit kann man genau sehen, würden Sie zu den Schnellreagierern oder zu den Verzögertreagierenden gehören. Wer nämlich verzögert reagiert, hat im Grunde genommen eine deutliche Vermehrung des Virus in sich, bevor er eine Immunantwort darauf hat. Und diese Immunantwort muss dann überschießend sein. Und es kommt zu diesem sogenannten Zytokinsturm. Den sollte man nach Möglichkeit begrenzen. Und Sie wissen, die Vitamin-C-Infusion, darüber haben wir auch schon mal berichtet, ist ein probates Mittel, um einen solchen Zytokinsturm zu begrenzen. Aber die Frage ist, wie kann ich mein Immunsystem schon im Vorfeld dahingehend beeinflussen, dass es nach Möglichkeit dazu kommt, dass ich besser reagieren kann. Und dabei geht es darum, dass überschießende Entzündungen im Körper und auch chronische Entzündungen im Körper, die dazu führen, dass sich das Immunsystem dauerhaft mit irgendwelchen Dingen beschäftigen muss, zu Ende kommen kann. Und daran nehmen die sogenannten Pro-Resolving Mediators teil. Protektine, Marisine, Resolvine. Auch darüber gibt es schon ein Video, was ich Ihnen erzählt habe. Und das wird zum Beispiel durch die intravenöse Sauerstofftherapie, und auch dazu haben Sie schon ein Video, dahingehend unterstützt, dass sich die eosinophilen Granulozyten, Teile unseres weißen Blutbildes, vermehren. Und der Anstieg der eosinophilen Granulozyten ist die Morgenröte der Genesung. Und die Studienlage dazu zeigt, dass diejenigen, die also einen besonders schlechten Verlauf haben, gerade in der Anfangszeit einen nahezu nicht vorhandenen Titer von eosinophilen Granulozyten in ihrem Blut haben. Und man erkennt auch, dass die Therapie mit anderen antientzündlichen Medikamenten, wie zum Beispiel Diclofenac, Ibuprofen, Ketoprofen und hast du nicht gesehen, also NSAR und Cyclooxygenase-Hämmern, dazu führt, dass PGE2, also das Prostaglandin, was proentzündlich ist und was den Schmerz erzeugt, tatsächlich gesenkt wird. Aber wir verhindern über diesen Weg, dass das Prostaglandin E2, was am Anfang proentzündlich ist und was wichtig ist, um am Anfang eine Immunreaktion auch anzufeuern, dann die Möglichkeit nicht mehr hat, zu switchen in eine antientzündliche Form. Und für diese antientzündliche Form gibt es ein besonderes Enzym und dafür gibt es eine gute Studie, die belegt, dass das funktioniert. Und für diese Reaktion, nämlich der Bildung der antientzündlichen Prostaglandin-E2-Fraktion, ist die Prostaglandinsynthase 4 verantwortlich. Und daher ist es sinnvoll, dass man im Grunde genommen dem Körper die Bausteine gibt, die er braucht, um diesen immunmodulierenden Effekt auch wirklich durchlaufen zu können. Und nicht die Immunreaktion durch Cyclooxygenase-Hämmer zu unterdrücken. Setzt man die intravenöse Sauerstofftherapie ein, fördert man die Bildung der eosinophilen Granulozyten, fördert man die darin enthaltenen Enzyme und fördert man darüber letztendlich auch die Morgenröte der Heilung, also sozusagen die Einleitung der Überwindung eines Infektes. Wir wissen, dass wir über die Sauerstoffbläschen eine Pseudoparasitenreaktion erzeugen und es gibt eine gute, ganz moderne Studie, auf die ich auch gerne jetzt hier verlinke, dass die Covid-Anzahl und die Ausprägung der Erkrankung in den Dritte Weltländern, die mit einem hohen parasitären Befall belastet sind, besonders blande verläuft. Und das kann man im Grunde genommen nicht nur für Autoimmunerkrankungen, MS oder rheumatische Erkrankungen, sondern eben offensichtlich auch einsetzen, um überschießende Immunreaktionen auf einen Virusinfekt zu harmonisieren. Was möchte ich Ihnen also heute mit auf den Weg geben?
Wenn es darum geht, sich zu impfen oder wissen zu wollen, wie man auf eine solche mögliche Infektion reagiert, haben Sie die Möglichkeit, mit dem Functional Sensitivity Test herauszufinden, wo Sie stehen. Wenn diese Situation nicht gut ist, macht es Sinn zu gucken, welche Nährstoffe, Mikronährstoffe fehlen Ihnen, um das Immunsystem zu optimieren. Das kann man mit einer guten Laboranalyse feststellen. Wichtige Parameter sind die essentiellen Fettsäuren, wichtige Parameter sind die Vitamine, sowohl im B- als auch CDAE-Bereich. Und Sie sollten gucken, dass Sie auch Möglichkeiten wie zum Beispiel die intravenöse Sauerstofftherapie im Hinterkopf haben, um Erkenntnisse, die sich mit der Parasitenforschung und dem Verlauf in parasitären Bereichen und der Nutzung der Pseudoparasitenwirkung zunutze machen und darüber im Grunde genommen durch Blutungsverbesserungen Harmonisierung des Immunsystems für sich auch erreichen können. Es gibt bundesweit ganz viele Therapeuten, die sich mit solchen Dingen auseinandersetzen, international auch. Es gibt die Internationale Gesellschaft für Oxygenierungstherapie, dort gibt es einen Mitgliederabteilung, da können Sie nach Postleitzahlen sortiert gucken, wer diese Therapie anbietet. Und somit sind Sie bundesweit, auch in Österreich, auch in der Schweiz, auch in Holland, in der Lage, einen Therapeuten zu finden, der nicht weit von Ihnen entfernt seine Praxis hat.